So sieht der Brotkauf in Corona-Zeiten aus, zumindest im deutsch-französischen Grenzgebiet. Auf ihre geliebten Baguettes und Croissants wollen die Bewohner des Örtchens Lauterbach im Saarland auch in der Krise nicht verzichten. Die Grenze ist zur Eindämmung der Pandemie weitgehend dicht gemacht worden. Der Fußmarsch zum Bäcker im französischen Nachbarort ist nicht mehr wie noch in Vor-Corona-Zeiten einfach so möglich. Und so sind die Menschen kreativ geworden. Die Backwaren reicht ihnen die französische Bäckerin, die ihren Laden direkt an der Grenze hat, nun über die Absperrung. Mit dem gebotenen Sicherheitsabstand und einer Schutzmaske, versteht sich. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer und Sie rufen mich an. Wenn Sie da sind, reiche ich Ihnen das Brot über die Absperrung. Einer der glücklichen Kunden ist Hartmut Fey. Warum er in Krisenzeiten nicht einfach Backwaren in Deutschland kauft, ist für ihn ganz klar. Das hat mit Tradition zu tun. Seit zig Jahrzehnten kaufen wir in Frankreich unser Baguette und Croissant. Auch geangelt hat Fey sein Brot schon. Mit diesen Bildern hat er es im Internet zu einiger Bekanntheit geschafft. Mit ihnen wollte er Aufmerksamkeit auf die Situation lenken. Ein Onlinehandel der etwas anderen Art sei das, sagt er. Ein Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Und wenn mal etwas daneben geht, ist das auch nicht schlimm. Wir haben herzlichen Dank für diese deutsch-französische Geste.